So. Ach cool, ich bin direkt so. Oh, Scheiße. Kann auch sein, dass ich jetzt irgendwas komplett falsch eingestellt habe. Wenn das der Fall ist, tut's mir leid. Ich bin selten derjenige, der den Scheiß hostet. Ah ja, die Frage. Wenn ich Blank in mir habe, by the way, habe groß geschrieben, muss ich unweigerlich Blank. Wenn ich Landmine in mir habe, muss ich unweigerlich den Boden sauber lecken. Okay. Ja. Wenn ich 3,5 Babys in mir habe, muss ich unweigerlich Baum. Weil Baum, ja. Wenn ich herumliegendes Stroh in mir habe, muss ich unweigerlich Dominanz ausstrahlen. Oh. Ich sollte auf jeden Fall das Timelimit wegnehmen beim nächsten Mal. Alle drei haben gute Argumente. Aber ich mag das mit dem Boden lecken. Dankeschön. Das ist irgendwie... Wenn man ich hatte nur Scheißkarten, Mann. Aber Babys. Halt, ne? Blank. Was hätte Blank getan? Yes. Okay, warte mal. Ich bin gespannt, was kommt. Okay, das Erste. Also, das Erste. Dein Cam ist in der Hand. Was? Was ist meine Cam ist im Weg. Oh, meine Cam ist im Weg. Oh, warte mal. I can fix that. Okay, ich lese mal das Erste vor. Ja, mach einfach mal. Ich fixe in der Zeit meinen Stuff. Was? Triple Penetration einer Kleinwüchsigen mit drei Schwarzen. Was hätte das Donald Trump Qualitätssiegel getan? Wahrscheinlich eine Mauer drumherum gebaut. Okay. Sind ja Schwarze. Das Zweite. Nutslock Challenge. Wer hätte ein Carpado mit Ewigstein getan? Das ist sowas von Andy. Problem gelöst, so. Mit einem Tentoxer Baden. Was hätte Naruto der Gummimann getan? Okay, okay, weil ich am meisten lachen muss, natürlich das Dritte. Yes! Nein! Naruto der Gummimann! Tut mir leid, das ist... Oh Mann! Alles habe ich erwartet, aber... Titel eines neuen Films. Meines neuen Films, ne? Also, deines also, neuen Films. Also, Andys neuen Films. I got the one. Also mein neuer I got Film. This unlock. Nächsten Sonntag im Kino. Oh. Topfschlagen im Minenfeld. Marco Bum. Rated R starts Friday. Rated R starts Friday. This summer. Eine weitere fucking Entwicklung von Evoli. Reality for tea. The next Marvel movie. This summer. Rocket, der sein dickes Onyx rausholt. Oh. Rated R starts Friday. Ist das eine Steinschlange in deiner Hose oder Fröse? Ich schwanke zwischen 1 und 3. Rated R. Start Friday. You fucking David Hater. Topfschlagen im Minenfeld. Es ist jedes Mal ein Partykracher. Der Benutzername Blank ist leider schon belegt. Jetzt fall im Blank sein. Okay, jetzt mal gucken. Sorry. Der Benutzername Erdogan ist leider schon belegt. Wie gesagt, ich bin es nicht gewohnt, Admin zu sein in dem Ganzen. Außerdem ist der Benutzername Hardcore-Frauenschläger schon belegt. Alter. Ist so ein Noobie-Character auf Low-Bob-Level in WoW-Schurke. Weißt du, da fehlt noch das XD dran oder HD. Nee. Ah, XX. Ja, der gute alte Charme-Haarsalat. Das ist so ein Knuddelsname. Ach komm. Ja! 5 Blanks bei 5 Wins. Ja, egal jetzt. Hier in der Akademie für hochbegabte Kinder erlauben wir Kindern Blank zu erforschen. Ich hab das in der gute Karte. Hier in der Akademie für hochbegabte Kinder. Worte sind schwierig. Erlauben wir Kindern Kockstitten und Arschlöcher zu erforschen. Hier in der Akademie für hochbegabte Kinder erlauben wir Kindern, Blowjobs für alle zu erforschen. Oh, ich will jetzt nicht mal in die Palten im die Kopf. Die Frage ist, sind die halt auch fair? Na, das ist halt die Frage.
Das ist eine sehr wichtige Frage. Hier in der Academy for Revolution erlauben wir Kindern die Regenbogenstrecke in Mario Kart 2. Hallo, Vivi! Ich stelle mir das noch gerade vor. Aber die Frage ist, welche? Es gibt ja etliche. Die eigentliche Frage ist, können Sie die anderen beiden Sachen auf der Regenbogenstrecke erforschen? Tatsächlich. Also, eigentlich ja, ne? Regenbogenstrecke, bei Regenbogen bei Blowjobs für alle, ja, also, ne? Ja, wissen, doch. Wofür der Regenbogen steht. Ja! Es ist irgendwie der Gedanke. Ich weiß auch nicht. Diesmal Mario Children Kart. In fucking out of space. Popo-Punkt möchte mal großer YouTuber werden. Oh boy. I see where this is going. Wir gucken mal, was jetzt in den neuesten Jahren die neuen Leute sein werden, die eventuell auf YouTube bekannt werden. Denn Heavy möchte mal großer YouTuber werden. Heavy is big YouTube star. Da! It costs 400,000 dollars to watch this video for 12 seconds. To watch my video for 12 seconds. Okay. Teenager Julian und sein Ratzfratz möchten mal großer YouTuber werden. Nee, der ist großer, Twitter-Influencer, aber auf YouTube weiß ich nicht. Er ist ein Teenager, hallo. Okay, und ansonsten noch Mr. Schutschmann. Alter. Hat das wer aus Suis Community geschrieben oder was? Wir hatten schon Blanks. So, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe doch zwei eingestellt jetzt. Ach so. Einfach wegen Mr. Schuschmann, sorry. Yes! Das war so klar, dass Sol das geschrieben hat. Ich dachte, die kommen erst im nächsten. Nee, es wird offenbar direkt übernommen. Was? Ermi Hahn, sein Motorrad ist so laut, weil. Ich weiß auch nicht, warum sein Motorrad ist so laut. Ich nicht verstehen. Chefe, mein Motorrad ist laut, weil Ermi Hahn sein Motorrad ist so laut, weil Dragon Ball. Es macht irgendwo Sinn. Ja, doch. Stell dir vor, du machst dein Motorrad an. Das ist mein Ultra Instinct Motopop. Überleg dir mal, du machst dein Moped an und plötzlich die ganze Zeit nur Emir Hahn, sein Motorrad ist so laut, weil ich kann nichts hören, die Bomben sind so laut. Holy shit. Das kann keine Blank sein. Emir Hahn, sein Motorrad ist so laut, weil Dreihard. In Wirklichkeit fährt ein Hamster im Motorrad. Oh boy. Ganz ehrlich, also ich fand das Ultra Instinct Bike halt so gut. Startest dein Motorrad, das erste, was du hörst. Kakarot! Das Bildgirl des jetzigen Monats wird. Das Bildgirl des jetzigen Monats wird. Der Etika Drive in High Shadow. Das andere Bildgirl des jetzigen Monats wird Uli Hoeneß Weißwürste oder Schlurp, das Lieblings-Pokémon aller Frau. Oh Gott, der ist so fucking old. Das ist das Problem mit diesen Amateuren. Die sind einfach nicht fähig, was Bösartiges zu schreiben. Dann nehme ich das kleinste Übel. Aber Schlurp! Nein, kein Schlurp! Schlurp! Erwecke den Dämon in dir! Okay. Wenn Prinzessin Peach gerettet wurde, bekommt Mario Blank von ihr. Wenn Prinzessin Peach gerettet wurde, bekommt Mario einen Lappen mit Chloroform von ihr. Oh, riecht es ja nach Chloroform. Blöp. Wenn Prinzessin Peach gerettet wurde, bekommt Mario Happy Hippos von ihr. Lecker! Wenn Prinzessin Peach gerettet wurde, bekommt Mario Tripper von. Oh ja, das. Oh, wir haben einen Gewinner! This is not real. Aber ich finde, fucking Happy Hippos. Mit Hippos kriegt man den Mann. Ich stell's mir vor, weißt du, über Tage und Wochen endlich die Bitch gerettet. Hier hab Happy Hippos. Aber die schon. Oh Gott. Fucking überhaupt nicht meine Republik, aber. Plus, gleich mein Lieblingsporno. There is an. Ich kann mir ein Image anzeigen lassen. Same. Don't do. Ich schalte mal kurz den Stream weg, ne? Kein Schoschkock. Ich
kann es nicht mal erkennen, es ist zu klein. Bei mir ist es einfach nur ein Typ. Ich trash die Karte trotzdem, nur just in case. Oh fuck, ich bin rausgegangen. Ups, okay, ich bin noch drin, gut. Also. Löcher in Kondome bestechen plus Inkling mit weißer Tinte bedeckt, gleich mein Lieblingsporno. Oh boy. Das ist Andy. Ich dachte, sie mag keine Kalamaris. Ich guck grundsätzlich keine Pornos, aber egal, ich muss das hier trotzdem. sexuelle Spannung plus Sorti Vagina, gleich mein Lieblingsporno. Alter, ihn. Okay, und dann dein Spiegelbild plus sexuelle Spannung, gleich mein Lieblingsporno. Oh. Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. Ich geh mal mit den Inkling. Das ist okay. Guess I'm a fucking asshole or something. Nachdem Harambe seine Freundin geschwängert hat, bekam er... Harambe nicht der... Das war eigentlich dieser Gorilla. Der Gorilla, ja gut, okay. Also, nachdem Harambe seine Freundin geschwängert hat, bekam er... Ein Muschas, das dir verlockend die Zunge herausstreckt, aber dir den Schwanz abbeißt. Oh. Achso, darauf muss der gestorben. Okay. Das muss scheiße sein. Ich dachte, der wurde erschossen. Achso, Leitlindern. Nachdem Harambe seine Freundin geschwängert hat, bekam er ein Ditto im kniehohen Stiefel. Sag mal, wieso gibt es denn so viele Pokémon-Jokes? Jesus. Nachdem Harambe seine Freundin geschwängert hat, bekam er... Nazis. Wow. Pokémons, nur Pokémons. Das neue Nazimon. Hitler, Hitler. Oh mein Nein, Gott. Adolf, wir erobern nicht ganze. Die ganze Region. Nur weil du Rossana nicht magst. Yes! Wow, wir sind alle gleich auf. Was hast du gegen Muschas? Außer Andy. Was? Jonas ist umwerfend. Ich wette, seine Scheiße schmeckt nach... Wow. Oh, ich will das nicht beantworten. Mit Scheiße kennt sich der Mann aus. Oh, Hamburger, wie er ist. Ey, aber jetzt mal hier, speaking of Pferde, ne? Als ich letztens auf dem Weg zur Arbeit war, wir haben so ein paar Wiesen bei uns in der Nähe, wo auch Pferde rumlaufen. Und den einen Tag standen wirklich so drei Pferde. An einem Fleck haben sich kein Millimeter bewegt. Als ich an ihn vorbeigegangen bin, aber kaum bin ich an ihn vorbei, hat eins mir so hinterhergeguckt und ich so, creepy, stop that. Jonas ist umwerfend, ich wette, seine Scheiße schmeckt nach Olimar ohne Pikmin. Vielleicht schmeckt sie auch nach verschimmelte Muttermilch oder aber auch Grandpa. Schmeckt nach Grandpa. Das ist eine leichte Würze. Ach komm, einfach nur, weil ich ihn nicht mag. Was? Doch bevor ich sie tötete, Mr. Manuel, muss ich ihn blank zeigen. Doch bevor ich sie töte, Mr. Manuel, muss ich ihn Dickdries Dreifachpenetration zeigen. Und doch bevor ich sie töte, muss ich ihn... Ein dämlich nutzloses Carpador, das nur Platscher kann zeigen. Doch, yes. Und dann, bevor ich sie töte, muss ich ihn... Was? Hämorrhoiden? 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 Hämorrhoiden. So wird Hämorrhoiden wirklich geschrieben. Echt? Das ist ja schrecklich. Ja. Was? Das sind ja auch Hämorrhoiden. Hämorrhoiden. Bei dir einfach Hammer. Fuck that, Carpador. Yes! Wer hat gewonnen? Alter, ich hab gewonnen. Wer hat gewonnen? Ich hab gewonnen. Wer hat gewonnen? Ich hab gewonnen. Mit einem verfickten Carpador, denk über dein Leben nach. Yeah! Ich lese nur so einige Karten davon, ne? Fucking Franzosen! Fortnite Kalle! Ich hab das klingt nach einem richtigen Deck. I'm gonna die. Was haben deine Mutter und Relaxo gemeinsam? Was haben deine Mutter und Relaxo gemeinsam? Ein explodierendes Smogmog.
Was? Ich hasse es, wenn das passiert. Deine Mutter und Relaxe haben sterben gemeinsam. Machen wir jetzt eine Story oder was? Das ist Smogmog explodiert und dann sterben alle, oder wie? Deine Mutter und Relaxo haben im Krieg. Was haben deine Mutter und Relaxo gemeinsam? Im Krieg Musik über Blut und Tote hören, um besser kämpfen zu können. Okay. Vietnam-Flashback vom Relaxo, oder wie? Wie sie jetzt? Vietnam-Krieg. Was haben deine Mutter und Relaxo gemeinsam? Beide haben spitze Ohren und einen großen Bauch. Smiley Face. Das ist wahrscheinlich eine Blankokarte. War eine Blankokarte, ja. Ich finde immer auch interessant, dass du die ja abspielen lassen kannst, ne? Yes! Yes! Sterben gewinnt! Von Rando kam explodierendes Smogmon. Totgeburten und vor allem behinderte Menschen sind. Oh. Oh. Und jetzt habe ich kein Adjektiv. Geil. Du hast Blankos. Das ist. Jetzt kommen wieder nur so diese weichgespülten Gutmenschen-Antworten. Ich sehe es vorher. Wir haben keine Eier in der Hose. Ich muss erstmal alles durchlesen. Ich habe fast nur so ein paar Textwalls-Karten. Oh, ich muss mal echt ein bisschen man up hier. Ich muss aufhören. Ach, Vivi, du schreibst eh wieder nur so eine Gutmenschen, wie süß gedübte Scheiße. Sind besonders nette Menschen. Immer ist es fucking Cards Against Humanity. Also, ne, wenn's, ja, es muss menschenverachtend sein, es muss wehtun. Meine Damen und Herren, Totgeburten und vor allem behinderte Menschen sind eine böse Organisation bestehend aus Rüpeln, die böse Zubats und Smogon besitzen und von Kindern besiegt wird. Ja. Yes, makes sense. Außerdem sind sie wollen genau. Ich hab's doch gewusst, sie nehmen das schlechteste. Gott. Das ist kreativ. Das ja. Wie soll das Gefühl, dass das von Rando kommt? Ja. So. Ich weiß auch nicht. Außerdem sind alle Totgeburten und Behinderten Trump auch bekannt als Untergang Amerikas. Das ist gemein. But true. Ja, wow. Aber nicht jeder Behinderte hat einen Dachschaden. Es ist nicht böse, wenn es wahr ist. Nicht jeder Behinderte trägt ein Toupet. Nein, okay. Nicht jeder Behinderte hat so einen schlechten Modegeschmack. That's true. Ach, mein Herz schlägt für Urgott. Yay. Oh, wow. Trump war Rando. Weißt du, das war das Pokémon. Das Einzige, was gepasst hat. Ich bin enttäuscht von euch. Enttäuscht bin ich. Und das ist mein Enkel. Ihr seid seit eurer Kindheit Rivalen. Wie war doch gleich sein Name? Oh, mein Enkel. Ihr seid seit eurer Kindheit Rivalen. Wie war doch gleich sein Name? Ruhedig. Und dass er nicht zuguckt. Ruhedig. Ich muss die anderen gar nicht angucken. Wir haben den doch. Sieger right here. Tuxedo-Mask. Meine Arbeit ist getan, wir haben doch nicht mal gekämpft. Codename Armageddon. This is no challenge. Weirdige. Fucking weird. Oh mein Gott. We are just got a chance. Oh no. Ich spiel dich wie eine Kinderflöte. Oh wow, dieses Timing! Als hätte er es gerochen! Okay. Alter, hol es einfach gerade. It all comes together. Okay, oh, als Gott. Zaubermensch, nicht hören und da. Als Zaubermensch, gezielte Desorientierung und Manipulation nicht hören und einen 12-jährigen Jungen verprügeln, weil er alles richtig gemacht hat. Ja gut, woher soll der Tauber das auch wissen? Na, echt mal. Als tauber Mensch erst Merkel und dann Frau Petri vergewaltigen. Wow. Nicht hören und der Anu Akbar-Song, okay. Moment. Der Mann ist taub, nicht blind. Ja, wie kann man sich auf die wälzen? Vielleicht war es dunkel. Okay. Als tauber Mensch Kim Jong-un nicht hören und Rule 34 Bilder von God of War. Okay, das hat wenigstens Geschmack. Das,
Als Zaubermensch, Babys, die urplötzlich ohne Vorwarnung während den Text auf die Welt kommen, nicht hören und Kinderpornos mit Kindersoldaten. What the fuck? Ego. Fucking Rui, Digga. Ich schwanke gerade rein und ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Fuck. Weehawk, helf mir mal bitte kurz auf die Sprünge. Woher war das bei dir nochmal? Ich meine, ja, du hattest irgendwas mit Matze oder so. Ich glaube, ich nehme das. Und da hattest du ganz trocken gemeint, das war die Zeit, wo ich mich noch Ruediger nennen musste. Hashtag Kindergewalt. Hattest du doch gerade noch gesagt, das war irgendwie Diddy Kong Racing oder so. Ja, aber es war irgendwie ein eigenes Video. Ich glaube, da haben sie die diese Promo-Videos durchgeguckt. Meine ich. Oh, wodurch kriegt man eine große Anzahl an saftigen, guten, blutigen Steaks? Das ist die perfekte Frage für mich. Okay, jetzt will ich aber mal wissen, wodurch kriegt man eine große Anzahl an saftigen, guten, blutigen Steaks? Discord Darknet Server. Okay. Müsste mich mal mit verbinden. Nach Öl bohren und ein Massengrab von Lemmingen finden. Doch. So, die sind dann lange gut gereift. Blutig. Zum Teigmantel? MID? Was? Mit? So, die auf der Midlane? Lane oder wie? Auf der Midlane. Auf der Midlane? Aber im Jungle sind doch die leckeren Tiere. Oder 6 Millionen Juden waren doch ein Kinderspiel. Uff. Oh, und dennoch das Smiley dahinter. Dieses scheiß Smiley, what the fuck? Also, naja, auf jeden Fall eine Menge Steak. Cards against humanity, ne? Against. Ihr seid mir einfach. Alter, aber der Darknet-Server. Der Darknet-Server. Jan wurde wegen Blank verurteilt. Das war mein Text, aber richtig. Mir war danach gerade. Also, Jan wurde wegen Schüler heimlich häuten und diese dann in Biologie als Skelett benutzen verurteilt. Wieso? Da spart man Geld mit. Außerdem wurde er verknackt, weil er die Ausrottung ganzer Sippen... Ja... Wessen Zippen? Also ich habe das so mal Familie und... Vielleicht kommt man ja in Kontakt, ne? Call me. Außerdem wurde er verknackt wegen Superman vs. Hitler, der Film. Den will ich mir sogar angucken. Der Abspann war gut, als er zu Ende war. Also als jemand, der Superman gegen Solarman geguckt hat, kann nur besser werden. Verknackt wurde er übrigens auch wegen Lidl. Das eine hat halt viel Hitler, Moment. Das andere hat... Jan und Suis Würstchenbude? Moment, das ist ein Sui-Joke? What the fuck? Das ist aus Pommes. Ich meine, ich kann gleich mal gucken, ob es irgendwelche Sui-Decks gibt, die man raiden könnte. Oh, ein Mitleidspunkt für Gryffindor. Ich bin ein Hufflepuff. Alter, ich bin richtig am Abschmatzen. Du weißt alles, was ich sage. Nein. Schlurp, der Traum einer jeden Frau, weil... Schlurp, der Traum einer jeden Frau, weil... Eine abgetrennte Fleckmon-Route. Schlurp, der Traum einer jeden Frau, weil... Vorgeben, glücklich zu sein. Oh, sad. Schlurp, der Traum einer jeden Frau, weil... War Luigi. Und schlurp, der Traum unfair. Einer jeden Frau, weil... Huanzo. Wo war Luigi? Ich weiß nicht, irgendwo scheint mir das hier so ein richtiger Joker zu sein. Das ist irgendwo schon nicht mehr fair. Das ist irgendwie so, es ist irgendwie ein Joker. Weißt du, erst kommt er nicht in Smash, jetzt war Luigi hier nicht im Spiel gewählt. Ey, was ist... Und jetzt wurde war Luigi von einem Hurensohn besiegt. Oh, ich bin der Star. Das neue Maskottchen von Nintendo ist nicht mehr Mario, sondern Blank. Oh, scheiße. Oh, Mann. Dab, 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 dab. Xa! Okay, also. Xa, 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 da, da. Newsflash! Es gibt Neuigkeiten bei Nintendo. Denn das neue Maskottchen von Nintendo ist nicht mehr Mario, sondern Käsefüße! Ist das nicht dasselbe? Das ist eine Falschmeldung. Denn das wahre neue Maskottchen von Nintendo ist nicht Mario, sondern. Ruhe, Digga! Nee, das ist. Boom, Trittbrettfahrer! Nee. Oh, da hat er Erfolg damit, das musst du auch machen! Das neue Maskottchen von Nintendo ist nicht mehr Mario, sondern diese seelenlose Backstein.
Kopf, bleib hier! Das neue Maskottchen von Nintendo ist nicht mehr Mario, sondern Amanda Todd hat alles freiwillig mitgemacht. Nee, tut mir leid, der seelenlose Backstein. Das war... Oh, sag ihr mal, ihr seid so leicht zu spielen. Oh Mann, aber der ganze seelenlose Backstein. Oh, jetzt werden wir das eingefahren. Fuck, scheiße. Ich brauche immer zu lange, um die Sachen auszudenken. Also, was ist denn die neue Trend-Diät? Oh lol. Ich habe... Freie Radikale! Radikale! Alter. Also die neue Trend-Diät, habe ich letztens in der Lisa gelesen, ist Kotzen. Schon wieder? Blömi. Blömi. Das ist die Blömi. Abgekotzt. Weil ich habe dann auch nochmal so mir zur zweiten Meinung die Bild der Frau geholt und die hat gesagt, die neue Trend-Diät ist Professor als meisterhafte Bälle. Oh. Alles klar, Kieber, bis denn. So gut kann sie schmecken. Dann habe ich mir nochmal so ein Klatschblatt geholt. Das hat dann gesagt, die neue Trend-Diät ist Maggi. Gut, aber Maggi und Kotzen kommt schon sehr, sehr nah beieinander, ne? Es ist, als hättest du zweimal dieselbe Karte da liegen, also. Ja, true. So, und dann habe ich nochmal so drum gefragt und die meisten Frauen auf der Straße haben mir gesagt, die neue Trend-Diät ist Menstruationsblut als Gewürzmittel zu benutzen. Also dasselbe wie Maggi. Wie hat mal eine gute Karte gespielt? Ja, ich Mädchen. Rando ist genauso scheiße wie ich. Also ich merke, es sind dann gute Karten, wenn ich selber cringen muss, denn... Okay. Who the fuck ist Rima? Wir nehmen eine andere. Ja, ich skip mal, ne? Mhm. Eine neue Lieblingskomödie mit und Liebeskomödie, ja. Jetzt bin ich gespannt. Wie viele Sturps habt ihr? Eine neue Liebeskomödie mit auf das rotärschigen Affen und fucking Retards. Demnächst im Kino. Retards on Friday. Und demnächst im Kino. Vin Diesel in der neuen Liebeskomödie mit Amok und ein schwitziger Sumo-Ringer. Retards on Friday. Außerdem demnächst im Kino eine Liebeskomödie mit Jihad-Pop. Was? Jihad-Pop. Was? Jihad hat halt Pop. Und Arceus, unser aller Gott, gelobt sei Arceus. Ich glaube, ich habe es noch nie jemanden Arceus aussprechen hören. Ich auch nicht, das ist auch ein bisschen neu. Aber gut, mach ruhig. Und als nächstes die Liebe Adam Sandler und Bosett. Das Schlimme ist, man würde es Adam Sandler auch noch zutrauen. Das Schlimme ist, Bosett würde besser sein als Adam Sandler und niemand ist überrascht. Ja, doch. Ach komm, ich schenke Shadow seinen Punkt. Wie? Was? Retards? Was nimmst du in den Mund? Das war so gerade so wie in so einer Scooby-Doo-Folge. Aber wer ist denn jetzt da hinter der Maske? Okay. Wie? Der Klassiker. Blank plus Plank gleich Plank. Okay. Plank. Okay. SS-Staat plus Dwayne The Rock Johnson gleich Trauer um Tod ist lächerlich armselig und nervtötend. Holy shit. Ist das ein Filmzitat? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich Dwayne erst gestern wieder in SmackDown gesehen. Was, der macht wieder? Nee, aber ich meine, er hat Baron Corbin eingestampft einmal, also war interessant. Chester Bennings, das nehme ich jetzt schon nicht. Nee, ich, nö. Yes, Profit, yes, aber nö. Dafür habe ich zu viel Respekt vor Chester Bennington, nö. Suck it. Ein Poster von Hitler an seiner Zimmerwand haben, plus Big Spaghetti. Big Baguette. Gleich Legalisierung von Vergewaltigung. Surprise Buttsex. Transdimensionale Vivi. Was? Plus World Trade Center. Gleich das überzeugende Schauspiel der... Was? Anneliese Michel. What the fuck? Transdimensionale Vivi. Das hat was mit meinen OC zu tun.
Also war das von dir? Nee. Nein! Oh wow. Was? Der Bot? Der Bot. Selbst der Bot ist besser als ich. Also danke, Bot. Der hat mich erwähnt. War das, das war eine LH-Karte, oder? Ja. Ja. Oh Gott, oh Gott. Blank, stellt euch nicht so an. Ein großes schwarzes Wampel, stellt euch nicht so an. Ach, bist du schwarz? Okay. Legalisierung von sexuellen Kontakten zwischen Erwachsenen und Minderjährigen, stellt euch nicht so an. Hey, Handy. Oh, böse. Okay. Toleranz für Sexualverbrechen an Kindern, stellt euch nicht so an. Das ist dieselbe Karte. Wir schreiben hier wieder gerade eine ganz seltsame Story. So allein im Wald. Ich nehme gleich das Wampel, ich warne euch. So, okay. Maru Sushido. Was? Sushido? Ja? Stell dich nicht an, ich kenne den Typen nicht. Ich glaube, das ist nur eine Abänderung von Sui. Sui, stellt euch nicht so an. Ich meine, es ist Sui Shumaru, nur umgestellt. Ja, es ist. Ja, aber was ist das für ein Statement? Es ist nur Sui, der tut keinen. Was, der will nur spielen? Stellt euch nicht und so auswerten. An. Das ist jetzt gerade echt kacke. Also, wir haben einmal eine Karte. Echt, das kam dann mal haben wir uns? Zwei Karten, die genau dasselbe sind. Und dann ein Baumbel. Du stehst eh auf niedliche Tierchen, also nimm Tier. Nein, ich nimm das hier. So. Fuck you! Das kann doch nicht wahr sein. Ey. So leicht zu spielen wie eine Kinderflöte. Du bist so ein Sack. Nur weil ich dir überlegen bin, entschuldige. Oh, yay! Es wird ein neuer Typ vorgestellt, der heißt. Also, der neue Typ für Pokémon Schwert und Schild ist Bronze 5. Ja, Das ist der neue Trash-Typ. Der neue Typ für Pokémon Schwert und Schild ist Confuse Hex. Den gibt's doch schon. Witzig zu. Ja, aber das ist ein Feen-Typ. Ach so. Ja. Da habe ich noch mal weiter geguckt. Der neue Typ, es wird gemunkelt, der neue Typ heißt fucking Franzosen. Was ist eigentlich schlimmer, Franzosen oder Koreaner? Franzosen. Beides vereint in einem Kind und es ist ein Feentyp. Mein Koreaner hast du, weil sie besser sind als du. Koreosen. Franzosen, weil sie glauben, sie seien besser als du. Ja, aber dabei sind sie ja nicht scheiße. Koreosen. Und das letzte, der neue Typ, der vorgestellt wurde, heißt Musik mit Herzrhythmusstörungen. Helene Fischer? Das ist doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Hol, spielt nicht mehr mit. Danke. Ich hab nicht einen Punkt. Selbst der Bot ist besser als ich. Oh, Alter. Hat doch schon 8 Punkte. Ja, eben. Ich kann nichts dafür, dass ich einfach zu gut für die Welt bin. Du bist einfach nur scheiße. Danke. Ich weiß, du meinst es aus der Tiefe deines Herzens. Was ist heraus? Oh, I let it go. Was willst du tun, kleines Mädchen? Böse Karten schreiben?